So, in dieser alten Klausuraufgabe ging es um die Fourier-Koeffizienten. Hier ist also eine periodische Funktion aufgezeichnet. Also erstmal sieht man auch gar nicht mehr so viel und denkt sich, na gut, da stimmt doch was nicht. Aber ist alles gut. Also die Funktion ist hier unterwegs. Ja, und geht dann irgendwie auf einigen Teilintervallen, bitteschön, auf genau 0. Deswegen sieht man sie halt nicht so gut. Ja. So, und freundlicherweise ist diese Funktion auch 2π periodisch. Das heißt, es ist besonders einfach, die Fourier-Koeffizienten auszurechnen. Ja, man erkennt auch sofort, man muss es noch nicht mal selber sehen, da steht, beachten Sie, dass f achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse ist. Ja? Das ist natürlich ein starker Hinweis, weil man dann nämlich sagen kann, also f ist also achsensymmetrisch. Ja, weil das der Fall ist, folgt daraus, dass die BK alle 0 sind für alle K aus den natürlichen Zahlen. Ja, das heißt, wir brauchen nur noch quasi die Hälfte der Koeffizienten auszurechnen. So, weil wir sehen, dass das achsensymmetrisch ist bezüglich der y-Achse. Okay, was wir auch ausrechnen müssen, ist zum Beispiel A0. Ja, A0 ist ja das Integral, also 1 durch Pi und dann das Integral von. Und jetzt kann man sich das überlegen, welches Intervall man eigentlich nimmt. Ne? Und hier kann man einfach das Intervall von minus Pi bis Pi nehmen. Ja, solange man ein 2-Pi-Intervall nimmt, ist alles gut. Ne? Also ein Intervall, ich könnte auch von 0 bis 2-Pi arbeiten oder hier arbeite ich einfach von minus Pi bis Pi. Warum? Weil die Funktion einfach so angegeben ist. Ja, und dann habe ich hier einfach f von x mal Cosinus von 0 mal x. Dx, das schreibe ich einfach nur hin, damit das sozusagen in ihrer vollen Schönheit dort steht. So, und dann habe ich hier 1 durch Pi. So, und dann habe ich meine Funktion von minus, mein Integral von minus Pi bis Pi, f von x dx. So, und freundlicherweise ist die Funktion auf einen großen Teil des Intervalls auch tatsächlich 0. Das heißt, da ist gar nichts los. Und dann haben wir hier noch eine Funktion, die also ein Teil, wo die Funktion eben halt genau 1 ist. Das heißt, das Integral ist sehr einfach auszurechnen. Ja, das ist also 1 durch Pi. Und dann habe ich nur das Integral von minus Pi halbe bis Pi halbe. Von minus Pi halbe bis Pi halbe. Ja, und dann habe ich jetzt die Funktion 1 dx. Ja, und das ist natürlich dann sehr einfach. Ja, man könnte es sogar noch schneller ausrechnen, aber ich gehe mal den ganz stumpfen Weg. Ja, ich habe die Stammfunktion gefunden für 1, das ist natürlich x. Und dann habe ich hier 1 durch Pi. Und dann habe ich hier Pi halbe minus in Klammern minus Pi halbe. Ja, jetzt sehen Sie auch wieder, wie wichtig diese Klammern sind. Wenn man die untere Grenze einsetzt, ja, damit man das Richtige rauskriegt, dann kriegt man nämlich hier, da steht nicht ein Fünftel, sondern 1 durch Pi, das ist wichtig, 1 durch Pi. Ja, und dann habe ich Pi durch 2 Pi und das ist natürlich dann genau 1/2. Ja. Quark, ich habe da nicht 1/2, ich habe da genau 1. So. Warum? Wie komme ich auf 1/2? Weiß ich gerade nicht. Ja, ich habe hier Pi halbe minus minus Pi halbe ist natürlich genau Pi. So, deswegen habe ich hier natürlich 1. Ja, gut. Das heißt, A0 habe ich. Jetzt muss ich für wenn AK größer oder gleich 1 ist, dann muss ich AK ausrechnen. Okay, dann muss ich also wieder quasi dasselbe Integral lösen, aber jetzt eben leider mit einem Kosinus-Term, ne? Also von minus Pi halbe bis Pi halbe. Und dann habe ich f von x mal Kosinus von kx dx. Jetzt gilt aber dasselbe wie eben auch. Die Funktion ist fast immer gefühlt sehr oft 0. Ja? Und deswegen brauche ich gar nicht so viel mir Gedanken zu machen. Ich schreibe es aber einmal ganz, ganz brutal vollständig hin, damit klar ist, was da eigentlich genau passiert. Also ich teile dieses Integral auf in drei verschiedene Teile. Ja, damit ich sehen kann, was da los ist. Ich habe ja eine Fallunterscheidung hier in meinem Funktionsterm. Und das löst man am besten dann, indem man dieses Integral auch entsprechend aufteilt. Ich habe also das Integral von minus Pi bis minus Pi halbe und dann einfach der Funktionsterm. Und der Funktionsterm ist einfach 0 mal Cosinus von kx dx. Plus und jetzt das Integral von minus Pi halbe bis Pi halbe.
dann den Funktionstherm 1 mal Cosinus von kx dx plus, und jetzt das letzte Teilstückchen, das ist dann einfach von Pi halbe bis Pi, und dann wieder ist der Funktionstherm freundlicherweise 0 mal Cosinus von kx. Also so geht man mit so einer Fallunterscheidung am geschicktesten um. Ja, dann ist man die natürlich einfach los und dann hat man einfache Funktionstherme. Und dieses Integral über 0 ist natürlich trivialerweise 0. Da brauchen wir also nicht zu rechnen. Und hier diese 1 ist natürlich auch sehr freundlich. Ich habe also nur noch diesen Cosinus von kx. Diese Stammfunktion suche ich, aber das ist natürlich auch nicht so schwer. Die Stammfunktion ist eben halt 1 durch kx. Na, Quatsch, 1 durch k natürlich nur. So. Mal Sinus von kx in den Grenzen von minus Pi halbe bis Pi halbe. Ja, mehr bleibt da nicht über. Ja, also nochmal kurz überlegt, wenn ich jetzt Sinus von kx ableite, kriege ich ja Cosinus von kx. Kettenregel bedeutet, ich muss hier noch die innere Ableitung ausrechnen. Das ist dann natürlich genau k, und das hebt sich wunderbarerweise weg mit dem 1 durch k, und siehe da, dann steht da genau unser Integrand. Ja, in dem Sinne alles gut. Wir haben also die Stammfunktion gefunden. Müssen wir nur noch einsetzen, dann sind wir schon quasi fertig mit unserer Aufgabe. 1 durch Pi. Und dann habe ich hier 1 durch k und jetzt die obere Grenze eingesetzt. Das ist Sinus von k mal Pi halbe minus 1 durch k Sinus von minus k mal Pi halbe. So. Und jetzt denkt man sich, na, jetzt bin ich ja schon fertig. Ja, nicht ganz. Man kann doch so ein bisschen was dran basteln und sagen, komm, das 1 durch k kann ich mal rausziehen. Dann habe ich 1 durch k mal Pi. So, und ich sehe auch, ich habe hier ein Minus und ein Minus davor. Der Sinus ist ja punktsymmetrisch bezüglich des Ursprungs. Das heißt, ich kann da die Rechenregel anwenden und dann habe ich nämlich genau zweimal, also ich schreibe es da mal hin. Dann habe ich hier also Sinus von k mal Pi halbe plus Sinus von k mal Pi halbe. Okay, und jetzt weiß man, ach, dann habe ich also zweimal 2 durch k mal Pi und dann Sinus von k mal Pi halbe. So, und auch das k ist ja eine natürliche Zahl, das heißt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, was dabei rauskommt. Und dann, weil das k auch noch mit Pi halbe multipliziert wird, weiß man, oh, das ist sehr oft auch 0. Ne? Und da kann man sich kurz überlegen, wie das also aussieht. Also, das Ergebnis ist dann an der Stelle 0, ja, falls k nämlich gerade ist. Ja, denn wenn k gerade ist, dann habe ich nämlich Sinus von Pi oder Sinus von 2Pi, und da ist der Sinus immer 0. Ja, oder es ist eben halt genau minus 1 hoch n mal 2 durch Pi mal k. Ja, falls k ungerade ist. Ja. Und zwar k ist dann von der Form 2n plus 1. 2n plus 1. Ja, also dieses 2n plus 1, das ist also sozusagen so eine Hilfskonstruktion, dieses n, um rauszukriegen, was ist hier das Vorzeichen. Das Vorzeichen wechselt eben halt, ne? Von ungerade zu ungerade. Ja, von ungeraden k zu ungeraden k. So, das wechselt halt immer. Und wenn ich jetzt diese Fourier-Funktion hinschreiben will, ja, fn soll ich ja angeben, ja, in der vollen Schönheit, so im Allgemeinen, dann ist also fn von x ist dann also, ja, jetzt muss ich aufpassen, a0 habe ich ausgerechnet, ne? a0 ist ja genau 1, also ja, habe ich 1 durch 2, ne? Weil a0 ist, hier steht ja immer a0 halbe. Ja, also a0 halbe steht da jetzt, plus, und jetzt die Summe k läuft von 1 bis n. Ja, und dann die bk sind alle 0, also habe ich nur noch die ak mal Cosinus von kx. Ja, komm, dann schreibe ich hier auch nochmal a0 hin, einfach weil es schöner ist. Und dann setze ich einfach ein, habe ich also 1 halb plus Summe k läuft von 1 bis n. Und dann habe ich an dieser Stelle, nehme ich mal erstmal diesen Term hier, weil der so schön gleichmäßig ist. 2 durch k mal Pi Sinus von
k mal Pi halbe mal Cosinus von kx. Ja, so. Und wenn ich das nochmal in so einer Pünktchenschreibweise hinschreiben möchte, dann kann ich das auch machen. Dann habe ich nämlich 1,5 plus, warum mache ich jetzt die Pünktchenschreibweise? Weil ja die Hälfte dieser Sinusterme hier ja 0 ist. Ja, und dann habe ich halt 2 durch Pi Cosinus von x. Ja, das ist für k gleich 1. Und der nächste Term, wo dieser Sinusterm nicht 0 ist, ist ja für k gleich 3. Dann habe ich nämlich also minus 2 durch 3pi und dann Cosinus von 3x. Und dann habe ich als nächstes plus 2 durch 5pi und Cosinus von 5x und dann und so weiter. Ja, also als nächstes dann wieder minus 2 durch 7pi und dann Cosinus von 7x. Und so weiter und so fort. Ja, so, das ist also Fn. Und damit ist die Aufgabe auch gegessen. Ne? Also war nicht so schwer, denke ich. Hoffentlich. Okay, ich hoffe, es hat geholfen.